Kabine. Herzlich willkommen zur Übersetzung vom Vortrag HAL, dem Open Source Hardware Analyse Tool. Wir sind Goonies Bro und Tribut und wir sind froh, den Vortrag für euch übersetzen zu können. Wenn ihr Feedback für uns habt, meldet euch mit dem Hashtag C3T auf eurem Lieblingssozialen Netzwerk. Der Speaker heute heißt Max Hoffmann. Er hat HAL geschrieben, den Open Source Hardware, das Hardware-Analyse-Tool, und er wird uns heute die Grundlagen und die Herausforderungen bei Hardware-Reverse-Engineering vorstellen und wird uns zeigen, was er mit dem Framework machen kann, das er und sein Team entwickelt. Große Runde von Applaus bitte für Max Hoffmann. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen für all die Leute, die so früh erschienen sind und auch diejenigen, die zu Hause geblieben sind und am Stream zuschauen. Wie fängt man den letzten Tag des Kongresses an? Ich dachte, wir fangen am besten mit einem Zitat an. Vertraut mir, ich bin ein Ingenieur. Es ist ein sehr, im Wesentlichen jeder Ingenieur hat das schon mal gesagt. Und wenn wir uns anschauen, was es draußen gibt in der echten Welt, dann stellt sich raus, also das ist auf jeden Fall richtig. Wir sehen viele Beispiele für großartige Ingenieurleistungen in der Welt. Und die sind großartig, da sind wir wirklich begeistert davon. Diese großartigen Beispiele, die betreffen so viele Gebiete. Technologie ist für uns hier aber der Hauptfokus, was Ingenieursleistungen angeht. Und wenn man darüber nachdenkt, unsere aktuelle Technologie, alles, das wir hier die letzten drei Tage erlebt haben, die ganze Welt zu ihrem jetzigen Zeitpunkt wird von Technologie vorangetrieben und das ist das Ergebnis von vielen Jahren von Ingenieuren. Und wenn ich jetzt Ingenieure definieren sollte, dann wäre meine Beschreibung, eine hochlevelige Beschreibung umzuwandeln in eine tatsächliche Sache. Das ist jetzt nicht alles, aber es, denke, erfasst ganz gut den Kern dessen, was ein Ingenieur täglich tut. Und die Menschheit wird von Kuriosität, von Neugier getrieben. Und wenn es wirklich faszinierend ist, dann wollen wir es verstehen. Und wenn man ein YouTube-Video sich anschaut, da sind also ganz viele Jahre von Ausbildung mit drin. Wie können wir das verstehen? Wie können wir daraus was lernen? Und die einfachste Antwort ist, indem wir darüber reden. Wir sprechen mit Ingenieuren, mit den Teams, die dafür verantwortlich sind. Aber wenn es niemanden gibt, der uns das beibringen kann oder niemand das machen will oder niemand das darf, dann müssen wir es uns wohl selber anschauen. Also wenn der Weg von der Beschreibung auf einer hohen Ebene nicht da ist, dann müssen wir sie rausfinden und das nennt man Reverse Engineering. Also um das andersrum nochmal zu definieren, Reverse Engineering ist, wir analysieren eine Sache, um die Beschreibung, die hochlevelige oder eine hochlevelige Beschreibung wieder herzustellen. Und es geht hier um eine Hochlevel-Beschreibung, also nicht diejenige, sondern es geht um eine. Vielleicht auch nur eine Annäherung, etwas Äquivalentes dazu. Und wenn wir drüber nachdenken, irgendeine Art von Reverse Engineering haben wir in unserem täglichen Leben alle schon gemacht. Wenn man über das Auto nachdenkt, wenn der Motor kaputt geht, dann muss man sich's anschauen und also mit großer Wahrscheinlichkeit habt ihr diesen Motor nicht gebaut, aber ihr müsst verstehen, wie er funktioniert und das ist schon Reverse Engineering. Oder noch abstrakter, wenn man einen leckeren Cookie macht, dann will man wissen, wie der Bäcker den Cookie hergestellt hat. Wie könnte das Rezept ausgesehen haben? Also geht man von einer Sache zu einer Beschreibung. Und hier geht's aber um Hardware und spezieller um Chips. Also diese ganzen Mikrochips, die in den Smartphones eingebaut sind, in den Gaming-PCs und so weiter. Und eine grundlegendere Frage ist, warum würde das überhaupt jemand machen wollen? Warum will man sich Chips und wie die gemacht werden überhaupt anschauen? Naja, Neugier als allererstes, aber man könnte vielleicht auch Fehler verstehen oder den lokalisieren wollen. Wenn das ein Produkt ist, das schon produziert ist, das schon alle Tests bestanden hat, dann muss man vielleicht reinschauen. Und auch von einer rechtlichen Perspektive möchte man vielleicht
vielleicht auch erkennen können, dass wenn jemand das Design, das du entwickelt hast, benutzt hat, ohne Gebühren dafür bezahlen, also Patentrechtsverletzungen. Und das sind die, die üblichen Use Cases, aber es gibt auch noch einen. Also man könnte zum Beispiel Trojaner erkennen wollen, die man, die niemand anders, aber man könnte vielleicht auch Trojaner einfügen wollen. Und auf einer größeren Skala, vielleicht möchte man einfach intellektuelles Eigentum klonen oder klauen. Und auch dafür könnte man Reverse Engineering machen. Und das wurde auch in den Medien behandelt die letzten Jahre. Also zum Beispiel hier der Artikel The Big Hack, der in Bloomberg Business Week erschienen ist. Und nur ein Disclaimer, also das sind nur Anschuldungen, nichts wurde bewiesen, am Ende gab es keine definitiven Aussagen. Was sie behaupten haben, dass sie gefunden haben, ist, in Server-Hardware von der Firma Supermicro gab es einen Hardware-Implantat, ein zusätzlicher kleiner Chip auf diesem Serverboard, das Zugriff erlaubt hat für und, angeblich hier da innerhalb dieses kleinen weißen Kreises, dieses kleine Ding war die Hardware-Backdoor und die Behauptung ist, dass das während der, der Konstruktion des Boards, also während die Teile zusammengesetzt wurden, in China wurde das eingebaut. Und sie haben behauptet, dass der Chip so aussah wie ein passiver Komponent, wie eine passive Komponente. Also es wurde in gewisser Weise getarnt, so auszusehen, als wäre es was Passives, aber tatsächlich war es etwas, das aktiv mit Kommunikation in, eingegriffen hat. Und dann gab es den Telekommunikations das Telekommunikationsverbot, also das Verbot für Huawei, das immer noch in Kraft ist. Und ich will in diesem Talk zuerst über die Einführung geben, über die Grundlagen von Hardware Reverse Engineering, aber auch Hardware Engineering. Also wie man umgekehrt den Weg gehen kann, muss man sich auch den Vorwärtsweg anschauen. Und dann spreche ich über HAL, also den das Hardware-Analyse-Tool, und dann will ich über die Forschung sprechen, die an der Universität noch passiert. Also Disclaimer erstmal, also das ist ein Grundlagenvortrag. Ich kann euch nicht zu Experten machen in dieser kurzen Zeit, aber ich möchte einen groben Überblick geben, damit ihr auch mit anderen sprechen könnt, damit ihr die grundsätzlichen Probleme versteht und die Grundlagen von Hardware Reverse Engineering. Also sprechen wir erst über Hardware Design. Also ich denke, die meisten von euch kennen sich mit Software relativ gut aus. Aber bei Hardware ist es häufig schwierig. Ich werde mich bemühen, Analogien herzustellen zu Software, damit ihr das möglichst gut verstehen könnt. Und ich werde in diesem Talk mich auf zwei verschiedene Arten von Chips, integrierte Schaltungen, ASICs sind die ersten, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen. Und das zweite sind FPGAs, also vor Ort programmierte Logikgatteranordnungen. Und ein ASIC ist in gewisser Weise der klassische integrierte Chip. Das wird für einen speziellen Anwendungsfall optimiert. Und die Logik darin wird über Boolean-Gatter und Flip-Flops implementiert. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind die zentralen Elemente, aus denen das besteht. Und FPGAs sind neu programmierbare Hardware. Also der ASIC, der ist fest. Also wenn man das gebaut hat, dann macht er, was es macht, aber man kann es nicht mehr ändern. Und beim FPGA, klar, die Hardware ist auch fest, aber man kann ihn neu programmieren. Das heißt, man kann da einen großen Level also eine große Menge von Freiheitsgraden haben, um das neu zu konfigurieren. Und die Logik wird über Lookup-Tables, also über Nachschlagetabellen und über Routing-Elemente implementiert. Die Idee ist, man nimmt die logischen Funktionen, man legt sie in die Nachschlagetabellen, die Lookup-Tables, und dann verbindet man die Ein- und Ausgaben mit den Routing-Elementen, so wie ihr das gerne haben wollt. Und da kommt am Ende programmierbare Hardware raus. Also die ist in gewisser Weise dynamisch. Man kann die ändern, man kriegt die Vorteile von Programmierung, aber mit dem Parallelvorteil von Hardware.
Und da schauen wir uns das hier an, wie man da anfängt. Es gibt eine, was ganz ähnliches wie eine Programmiersprache. Das ist eine Hardware-Beschreibungssprache, HDL. Und das ist ein Beispiel. Es gibt viele Hardware-Beschreibungssprachen und der Code, den ihr schreibt, der beschreibt die Hardware, die ihr am Ende haben wollt. Das ist ein, dieses kleine Beispiel beschreibt dieses, dieses Schaltungsdiagramm. Und wenn wir jetzt nochmal über Software nachdenken, der Compiler, den ihr benutzt, muss in der Lage sein, ein gewisses spezifisches Instruktionenset auszuführen. Und der muss das, also der muss die Anweisungen, die ihr schreibt, auf dieses Instruktionsset abbilden. Und das ist ganz ähnlich bei Hardware und diese Dinger heißen Gatter-Bibliotheken, Gate Libraries. Und die enthalten alle die Elemente, die ihr benutzen könnt, also für ein FPGA alle programmierbaren Elemente, damit ihr wisst, womit ihr arbeiten könnt. Und für ASICs beschreibt es alles, was man aus Transistoren zusammenbauen kann. Ja, die, also alles wird aus diesen Elementen zusammengebaut. Ein anderer Unterschied zu Software ist, dass Software kompiliert wird. Also meistens jedenfalls. HDL jedoch wird synthetisiert oder zusammengesetzt. Diese Zusammensetzung, das ist die Architekturabbildung, wo man die Beschreibung nimmt und es auf diese Gate-Elemente abbildet. Also die Baustellen, die man hat. Der zweite Schritt ist dann das Placement, wo man die Bausteine auf den ein Layout macht und dann verbindet man sie. Das Resultat dieser Synthese heißt Netzliste. Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Also in einem Bild, wir starten mit dem HDL-Code, dann kommt die Synthese und am Ende kommt raus die Netzliste. Was ist diese Netzliste? Also wir erinnern uns an Physik. Diese Schaltkreise hier mussten wir alle mal zeichnen. Das ist im Wesentlichen eine Netzliste, zumindest eine Abbildung davon. Wir können zum Beispiel mal jetzt hier diese Lampe mit irgendeinem Gatter ersetzt und dann kommt das hier raus. Alles ist in der Netzliste drin, die Elemente, die Gates, die Flipflops, die Verbindungen und auch weitere Informationen wie die Position beispielsweise oder irgendwie Ströme, Leitungsstärken etc. Um die Analogien zu Software wieder zu ziehen, die Netlist ist einfach wie Assembly in Software. Um den Blick aufs große Bild zu richten, wir wissen jetzt, wie wir zur Netliste kommen, aber wie kommen wir denn eigentlich dann zum FPGA oder zum ASIC? Starten wir mal mit dem FPGA. Der FPGA ist neu konfigurierbar, wie wir wissen. Und wir müssen unsere Netliste jetzt in den FPGA reinbringen. Das ist ziemlich einfach eigentlich. Wir nehmen die Netzliste und übersetzen sie in einen Konfigurationsbitstrom, der heißt so. Und diese Konfiguration, die bildet einfach die Elemente der Netzliste auf die Elemente des FPGAs ab. Und dann tun wir den Bitstrom auf den FPGA, der FPGA konfiguriert sich, fertig, super. Ja, jetzt schauen wir uns den ASIC an. Hier schaut die Sache ein bisschen anders aus. Also wenn wir uns mal einfach diese Schaltung angucken, sehen wir sofort ein Problem. Wie können wir eigentlich etwas wie diese Kreuzung hier implementieren? Also wenn wir die jetzt einfach mal so auslegen, dann kriegen wir ja einen Kurzschluss. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, hier mehrere Schichten oder Ebenen zu nehmen. Und das zeigen wir hier auf diesem Bild. Also im Wesentlichen tut man alle Logik, also die ganzen Elemente in die unterste Ebene und alle weiteren Ebenen oben werden nur verwendet, um die zu verbinden. Und man kann also hier sehen auch diese Metalldrähte und die orangen Elemente sind sogenannten Vias. Das sind Via-Verbindungen, die verbinden die einzelnen Ebenen miteinander. Das hier nennen wir ein Layout. Und dieses Layout, wird man an eine Fertigungsanlage schicken und fertig. So, und dann, wenn wir das Bild angucken, wir wissen also, wie wir von HDL zu einer Netzliste kommen und dann am Ende zu einem FPGA oder zu einem ASIC. So, nach diesem kurzen Überblick über Hardware Engineering und
schauen wir uns jetzt mal das Hardware Reverse Engineering an. Natürlich wie immer fangen wir mal an mit der Software. In Software ist es so, dass wir normalerweise mit einem Binary starten, also mit dem Binärcode. Und wenn man das nicht hat, dann muss man den Binärcode erst aus dem Flash sich rausholen, aus dem Speicher sich rausholen. Und das wandelt man in den Assembler-Code um und vielleicht reicht es schon. Und ansonsten geht es einfach noch weiter nach C++ auf irgendeiner Hochsprache. Das ist dann die Analysephase. Diese Schritte gibt es auch in Hardware. Die schauen ein bisschen anders aus. Fangen wir mal wieder an mit den FPGAs. Also wie ich schon sagte, der FPGA wird konfiguriert von einem Bitstrom. Der Bitstrom, den hat man da irgendwie reingesteckt, wie kriegen wir mit raus? Naja, es zeigt sich tatsächlich, wirklich ist es so, dass der Bitstrom eigentlich, also dass der FPGA durch einen externen Speicher konfiguriert wird. Und wir müssen uns eigentlich gar nicht mit dem FPGA selbst beschäftigen, wir müssen einfach nur die Inhalte von dem Flash-Speicher auslesen und dann haben wir schon den Bitstrom. Aber wie kommen wir jetzt vom Bitstrom zur Netliste? Wie ich schon früher sagte, ist es so, dass der Bitstream einfach eine Abbildung der Netzliste ins FPGA ist. Es ist einfach nur eine andere Repräsentation. Und sobald wir also das Bitstromformat verstehen, verstehen wir die Netzliste. Also dann können wir dann hin und her übersetzen. Und dann sind wir fertig. Super. Ja, okay, gut. Jetzt bleibt noch der ASIC übrig. Beim ASIC schaut die Sache ein anders aus. Also wir wissen, wie wir zum Layout kommen und das Layout geht dann in die Fertigungsanlage und die Fertigungsanlage gibt uns einen Chip, das verstehen wir, aber wie kommen wir in die andere Richtung? Wie geht denn das? Also wenn ich jetzt sage Chip, dann denken die meisten an das da. Aber das ist nicht wirklich das, was dann Dinge berechnet. Also wenn wir das Paket aufschneiden, dann kommen wir hier zu dem sogenannten DAI. Und der DAI ist das, was eigentlich aktiv ist. Das ist das, was die Foundry baut. Die Verpackung ist ein extra Schritt. Und diese winzigen Drähte, die also von den Ein-Ausgabe-Pads zum DAI gehen, die gehen dann dahin, wo man anlöten kann. Der DAI, also das Herz dieses Paketes, daran sind wir interessiert beim Reverse Engineering. Und wenn man das jetzt überlegt, der DAI ist genau das, was wir mit dem Layout-File vorher spezifiziert haben. Wie kommen wir jetzt also von diesem physikalischen Ding auf dieses Layout? Also, oder vielleicht auch gleich einen Schritt weiter. Also ganz einfach, wir nehmen Sandpapier und eine Kamera. Naja, ganz einfach ist es nicht, aber so können wir uns das vorstellen. Also wir nehmen mit Ihnen den DAI und dann machen wir ein Bild von der obersten Ebene von dem DAI. Dann nehmen wir ein paar Chemikalien und oder Ätzschritte und machen dann erst die erste Ebene weg und machen ein neues Bild von der zweiten Ebene und natürlich auch mit den Vias, den Verbindungen dazwischen. Und das machen wir dann für alle Ebenen, für alle Schichten, die da drin sind. Am Ende hat man eine Reihe von Bildern, ein Bild für jeden Layer, für jede Ebene. Ja, ganz einfach, so ist es nicht. Also das Problem ist, dass optische Mikroskopie einfach nicht ausreicht. Also wir nehmen hier ein Rasterelektronenmikroskop und die können sehr, sehr, sehr kleine Einzelheiten auflösen. Also von einem einzelnen Layer kriegen wir Tausende von Bildern und dann muss das Rasterelektronenmikroskop wieder verfahren und ein neues Bild nehmen. Also wir haben nicht nur ein paar Bilder. Für moderne Chips, die hätten vielleicht so, sagen wir, 10 oder 14 Layers oder mehr. Wir haben Tausende von Bildern, die wir jetzt alle irgendwie zusammenpacken müssen, die wir zusammennähen müssen, die wir alle ausrichten müssen. Und wenn wir dann in jedem Layer jeder Layer perfekt ist, dann müssen wir die Layer gegeneinander noch ausrichten. Also um das jetzt nochmal wieder hier etwas formal auszudrücken, der erste Schritt ist die Entkapselung aus dem Package rauszuholen. Der zweite Schritt ist die Entschichtung, die Schichten aufzulösen. Und dann, das machen wir mit dem Imaging. Und dann ganz am Ende nehmen wir diese Images und verarbeiten die.
Und wenn wir diese finalen Bilder uns angucken, dann schließlich kommen wir zur Netzliste. Jetzt wieder im Big Picture, um von einem FPGA zu kommen auf den Bitstream und dann zur Netzliste. Das geht durch Format. Umformatierungen im Prinzip, um von einem ASIC auf die Netzliste zu kommen, müssen wir die Entkapselung und ein paar komplexe Schritte unternehmen. Jetzt könnt ihr euch denken, na gut, also ich habe das jetzt verstanden, die ganzen Schritte scheinen ja alle relativ naheliegend zu sein. Ich habe das jetzt natürlich zusammengefasst, aber wo ist jetzt das Problem? Und ich werde jetzt ein paar der schweren Probleme, die wir haben, mal hier vorstellen. Das erste Problem, diese Schritte, wo man vom ASIC zur Netlist kommt, die sind sehr kompliziert, die brauchen sehr, sehr lange, die braucht man sehr viel Expertenwissen. Das Equipment selbst ist teuer und die Ingenieure, die das ausführen müssen, ist auch sehr teuer. Das ist also ein wirklich großer Schritt. Und das zweite Problem ist, dass die Gate-Bibliotheken, also die Gatter-Bibliotheken, die Formate für die Bitstreams, die sind häufig proprietär. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie diese Dinge abgebildet werden oder was es eigentlich tut. Und das dritte Problem, mit dem man vielleicht auch so nicht beschäftigen könnte, ist, wenn ich jetzt Netlist sage, also wenn ich Diagramm sage für eine Schaltung, dann könnte man sich sowas vorstellen, aber in Wirklichkeit sieht es vielleicht eher so aus. Und das ist eine sehr, sehr kleine Netliste. Das zeigt eine Schaltung für AES, etwa 6000 Elemente. Und die Kabel, die ihr seht, die werden hier zusammengefasst. Also hier könnten möglicherweise 8 Bits transpariert werden, aber in der Wirklichkeit werden 8 einzelne Kabel dafür benutzt. Und das sind wirklich schwierige Probleme. Wie geht man damit um, wenn man sich jetzt die Probleme nochmal anschaut? Für das erste Problem, es gibt Firmen, die sind darauf spezialisiert, die machen all das für euch. Und es gibt auch Forschung, wie man das jetzt immer effizienter machen kann und schneller. Und da gibt es auch sehr viel, was da gerade passiert. Und die Gatter-Bibliotheken, die kann man auch im Prozess reverse-engineeren. Das sind also zum Beispiel ein AND-Gate. Da schauen wir einfach ein paar Transistoren an, finden raus, was die machen, und dann suchen wir mit Mustersuche, wo es weitere von diesen Komponenten gibt. Und dann kann man das ganz gut machen. Und was Bitstream-Formate angeht, da gibt es ganz viel Arbeit, die da aktuell da gemacht wird, wie man diesen Bitstream zum Beispiel für Interoperabilität rausbekommen kann. Also das große Problem, was übrig bleibt, ist, wie kann man eine Netliste reverse-engineeren? Und das ist auch die zentrale Frage, mit der wir uns an der Universität beschäftigen. Also wie kommt man von ASIC zu Netlist, sondern wie kommt man von einer Netlist zu so einem ASIC? Und wenn ihr euch erinnert, Netlist hat eine gewisse Analogie zu Assembly. Also schauen wir uns nochmal Software an, wo wir wissen, wie wir mit Assembly umgehen sollen. Da gibt es mächtige Tools, es gibt IDA Pro oder Gitra, aber wir haben auch Open Source Tools und Frameworks, die man erweitern kann mit Plugins und so weiter. Also es gibt ein sehr großes Feld, mit dem man da umgehen kann. Also wenn wir uns das Bild angucken, es gibt sehr viele Optionen. Hier, so könnte das aussehen. Es gibt viele Optionen und viele Leute, die das ausprobieren. Und so sieht es aus für Hardware. Und das sieht ziemlich schlimm aus. Also es gibt jetzt kein solches Tool. Es gibt kein IDA, es gibt kein Gitra. Und auch sehr wenig Leute beschäftigen sich damit, weil sie denken, die Eingangshürde ist einfach sehr hoch. Aber es gibt Hoffnung. Vor 4 Jahren an der Ruhr-Universität Bochum in dem IT-Gebäude haben wir ein Projekt gestartet, was jetzt vom MPI für Cybersecurity in Bochum weitergemacht wird. Und mein ehemaliger Kollege hat sich das jetzt hier genau angeschaut. Und was er festgestellt hat, ist, vieles, was da in der Forschung existiert, ist nicht reproduzierbar. Es gibt keine Skripte für die Algorithmen, es gibt keine gute Auswertung. Oder wenn es was gibt, dann crasht es, sobald man seine eigene Netliste da reintut. Und wir mussten also daraus schließen, dass Forschung auf diesem Gebiet
sich in einem ziemlich schlechten Zustand ist. Was er also haben wollte, war ein IDA Pro für Netlist Reverse Engineering. Und sowas wie ein offenes Framework mit dem ultimativen Ziel, Forschern und Leuten in der Industrie täglich weiterzuhelfen. Denn das ist wirklich die Hölle. Aber das hier ist Hell. Hell ist unser Open Source Framework für Netzlist-Analyse und es ermöglicht automatisierte und manuelle Inspektionen. Und wir können sowohl ASICs als auch FPGAs bearbeiten. Es ist in modernem C++ geschrieben und es kann mit Plugins erweitert werden. Und es gibt eine grafische Oberfläche. Also was ist die Idee hinter Hull? Na, die Idee ist, dass wir eine Netlist im Wesentlichen als Graph darstellen können, als Multi-D-Graph, D-Graph. Graphentheorie, Graphen bestehen aus Kanten und Knoten. Und diese Kanten, die Knoten verbinden, das sind wie Netze und Kabel, die Elemente der Netlist verbinden. Es ist also nicht schwierig, eine Netlist abzubinden auf so eine Graphenstruktur. Und das heißt, wir können Algorithmen aus der Graphentheorie benutzen. Da gibt es viel Forschung dazu, wurde viel Gedanken dazu gemacht. Und das haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern Darstellung als Graph ist tatsächlich der üblichste Schritt in allen Forschungsarbeiten zu dem Thema. Also, wie funktioniert Hull? Da müssen wir also erstmal eine Netlist laden und dann lädt Hull diese Netlist in eine Graph-Darstellung. Der Benutzer kann dann über die grafische Oberfläche oder über die Python-Shell damit interagieren. Man kann das auch einfach nur als Kommandozeilentool für sehr große Analysen benutzen. Und man kann dann eben auch Plugins laden und auf diesem Graphen ausführen. Und man kann dann auch Berichte erzeugen und kann dann auch diese Struktur bearbeiten und die modifizierte Netliste auch exportieren. Man kann dann auch Snapshots erzeugen, mit anderen Forschern zusammenarbeiten und die können an der Stelle dann weiterarbeiten. Also schauen wir uns Hell nochmal genauer an. Und ich werde euch das nachher noch in Aktion vorstellen, aber jetzt schauen wir uns erstmal ein Bild an, damit ich da besser reinzoomen kann. Das ist der Hauptview, wenn man Hell erstmal aufmacht. Schauen wir uns erstmal die linke Seite an. Das Erste, was man hier sieht, ist die Graphenansicht. Eine sehr, sehr kleine Netlist habe ich hier aufgemacht. Und man sieht alle, also ein paar von den Elementen und deren Verbindung. Und jetzt vermuten wir mal, wir wollen mehr Informationen haben über dieses Element. Also klicken wir da drauf und Hell gibt einem dann die Details, eine Übersicht, was das tatsächlich ist und zeigt alle Informationen, die damit zu tun haben. Hier kann man sehen, Typ hier ist LUT6, also ein Lookup-Table mit 6 Eingaben. Man sieht die logische Funktion, die da implementiert wird und man kann die Ein- und Ausgabe sehen und alle möglichen Informationen und das gilt für alle Elemente, die man da sich anschauen kann. Und jetzt kann man auch sehen, es gibt auch Farben und diese Farben haben eine Bedeutung. Hull ist dafür gemacht, euch dabei zu helfen, die Netliste in Module aufzuteilen. Also wenn ihr euch an das Bild von der Netlist erinnert, dann denkt ihr, naja, also ihr habt da wahrscheinlich verschiedene Module, die da miteinander interagieren und das ist auch die Art und Weise, wie ihr mit HDL Hardware schreibt, aber nach dem Syntheseschritt ist das nicht mehr sichtbar. Und eines der Ziele von vielen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Reverse Engineering wird eine gewisse Modularität wieder zu erzeugen. Und Hull erlaubt euch, eine gewisse Modularität zu erzeugen. Man sieht in lila ein Modul, was ausgeklappt ist, aber in grün ein Modul, was eingeklappt ist. Und wenn wir da jetzt drauf gehen, dann kann man die einzelnen Teile, die da mit drin sind, man kann sich also die ganzen verwirrenden Sachen ausblenden lassen, damit man nur noch die Sachen sieht, die man sich interessiert. Und um da die Navigation einfacher zu machen, gibt es hier links eine Baumstruktur, denn so ist es angeordnet. Und man kann dann auch nur einzelne Teile der Netlist anzeigen und verschiedene Isolationen. Und auf der rechten Seite ist
das die Python-Umgebung. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Da gibt es einen Python-Editor auf der rechten oberen Seite und unten drunter ist eine Konsole und die interagieren direkt mit dem Kern von HAL. Also alle Gatter und Elemente. Das heißt, man kann jetzt hier also erkundungsgetriebene Analyse machen. Man muss also kein C++-Plugin schreiben, man kann das alles live auf eine erforschende Art und Weise machen. Und unsere Vision für HAL ist, dass ihr die Netliste nehmt, in HAL öffnet, führt da Plugins aus, die ihr oder andere geschrieben haben und ihr könnt euer eigenes kritisches Denken da investieren und dann kommt man von dieser Haufen von Gattern auf eine gewisse modulare Repräsentierung. Und dafür haben wir das grafische Benutzerinterface gebaut. Und um da jetzt tatsächlich mal HAL anzugucken, möchte ich euch zwei Beispiele zeigen, wo wir HAL benutzt haben, um den Forschungsstand zu verbessern. Und das erste Beispiel, was ich euch zeigen will, ist ein Paper, wo es um FSM-basierte Hardware Obfuscation geht, Verschleierung geht. Also wenn man, stellt euch vor, ihr nehmt sowas und dann macht man daraus sowas. Also man nimmt was, was man verstehen kann und führt das in irgendwas über, was dieselbe Funktionalität abbildet, aber sehr viel schwerer zu verstehen ist. Und wenn man das jetzt nochmal von großer Distanz aus anschauen, das Erzeugen von, also die Ingenieursleistung ist einfach und der Rückweg ist schwer. Und wenn man jetzt quasi diese Verschleierung benutzt, dann wird das unglaublich schwierig, das zu rekonstruieren. Und wenn wir jetzt uns angucken in unserem Paper, da gibt es endliche Automaten, das Finite State Machines. Und ihr habt das vielleicht alle schon mal gesehen, aber es gibt quasi eine gewisse Menge von Zuständen und bei bestimmten Ereignissen geht man dann über von einem Zustand zu einem anderen Zustand. Also stellt euch vielleicht vor, ein Geldautomat, der ist in einem Zustand, dass es darauf wartet, dass ihr eine Karte reinschiebt. Und dann geht es über zu dem nächsten Zustand, in dem es für, auf eure Eingaben wartet. Und in diesem Paper, also in diesem, da haben die Leute sich unter anderem das Harpoon-basierte FSM-Verschleierungsschema angeschaut. Und da werden also bedeutungslose Zustände und Übergänge eingeführt und die zeugen auf verschiedene Sachen, viele Übergänge erzeugen Schleifen. Das heißt, wenn ihr also nicht die korrekte Reihenfolge wisst, um in den originalen Zustand reinzukommen, dann kommt ihr in dieser falschen Logik an und seid da gefangen und ein Reverse Engineer kriegt also ganz viel Kopfschmerzen, weil er sich einfangen lässt in dieser Dummy-Logik. Also wie kommen wir da jetzt raus? Der erste Schritt ist, wir müssen die verschleierten FSM finden. Und sobald wir dieses verschleierte Modul gefunden haben, war der Ansatz, den Graph der Zustandsübergänge wieder rauszurechnen. Und indem wir den analysieren, können wir Harpoon schon besiegen. Also wie finden wir die verschleierten Zustandsmaschinen? Die haben eine feste Struktur, denn der nächste Zustand hängt immer vom aktuellen Zustand ab. Und die Elemente, die den Zustand speichern, die beeinflussen die anderen. Also. Und wenn wir das jetzt auf ein Bild malen, dann sieht es so aus. Der Zustandsspeicher hat eine Schleife, die auch von externen Eingaben abhängen könnte. Und wenn wir das von der Mathematik angucken, dann sieht das aus wie ein stark zusammenhängender Graph. Also man kommt von jedem Element zu jedem anderen Element. Und jetzt, um den Übergangsgraph wieder rauszurechnen,
schauen wir uns das an und wir interessieren uns für die Ausgabelogik nicht, sondern wir wollen nur die Übergänge wissen. Das heißt, in dem Fall interessieren wir uns auch nicht für den Zustandsspeicher, sondern wir gucken uns den aktuellen Zustand, den wir kriegen können, wenn wir die Initialisierung angucken. Dann versuchen wir, alle übrigen Eingaben auszuprobieren. Und dann kriegen wir alle Zustände, die von unserem aktuellen Zustand erreicht werden können. Und alle diese Zustände tun wir eine Liste und dann gehen wir diese Liste durch. Und dann haben wir am Ende alle Zustände, die erreichbar sind. Und dann müssen wir nur noch den Übergangsgraph analysieren. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das in Hall aussieht. Okay, also, ich habe es mal hier eine kleine Netzliste vorbereitet und wie ihr vielleicht seht, hier unten hier sind 128 Elemente. Wenn wir da mal reingehen, dann sieht man, dass man nichts sieht. Man sieht viele Elemente, aber hat keine Ahnung, was sie tun, was sie bedeuten, wie sie sich zueinander verhalten. Wie kann ich jetzt damit arbeiten? Deswegen habe ich jetzt mal ein kurzes Python-Skript hier geschrieben. Was das tut, das gruppiert alle Input- und Output-Puffer in Modules. Da wollen wir gar nicht drauf gucken. Dann macht man diese stark zusammenhängende Komponentenanalyse und lässt ein paar externe Graphenalgorithmen drauf loslaufen. Wenn ich das mache, dann kriegt man plötzlich ein viel saubereres Diagramm, eine viel sauberere Netzliste. Links oben haben wir ein Modul mit vielen Outputs, hier haben wir ein Modul mit vielen Inputs. Also das sind Input-Output-Buffer, die interessieren uns nicht. Hier unten haben wir zwei verschiedene Module, ein großes, gucken wir mal da rein. Und das ist echt groß, okay, es hat also viele Elemente. Und mit Hardware, wenn ihr Hardware-Design gemacht, dann wisst ihr, dass endliche Automaten eigentlich normalerweise ziemlich klein sind und man das sehr dicht kodieren kann. Schauen wir das andere Modul nochmal an. Das schaut nett aus, klein. Verifizieren wir doch erstmal, dass das wirklich überhaupt von Interesse ist. Also wenn ich jetzt mal diesen Flip-Flop angucke und das isoliere, okay, hier ist nur der Flip-Flop isoliert. Und ich kann jetzt die Pfeiltasten verwenden, um auf den Output-Pin zu gehen und dann dem Output-Pin zu folgen an alle anderen Bausteine, die da verbunden sind. In der Liste sehe ich hier sofort ein Lookup-Table, was auch in demselben Modul drin ist. Wenn ich da folge, sehe ich sofort, dass es hier einen kleinen Feedback-Loop gibt. Also das Storage, das Speicherelement und das Flip-Flop, da geht man in ein Lookup-Table und dann gibt es ein Feedback wieder zurück zum Logiken-Element. Schauen wir mal, wo das sonst noch hinführt. Und ich finde also noch zwei weitere Lookup-Tables. Und wenn ich jetzt mir anschaue, was die jetzt wieder, wo die hinten verbunden sind, sehe ich wieder Kandidaten, die im selben Modul sind, also die übrigen Flipflops. Und jetzt können wir die mal rumschieben hier. Dann sehen wir eine schöne, perfekte Feedback-Struktur für all diese Elemente. Wenn ich jetzt also alle Ausgänge mal selektiere hier, auswähle, dann komme ich zu den Speicherelementen und alles dazwischen, das ist verbunden mit den Logikelementen. Also wir haben hier eine stark verbundene Komponente. Jetzt lassen wir das Skript noch für den zweiten Teil laufen und dieses Skript, das holt im Prinzip die Zustandstabelle raus. Und wenn ich das laufen lasse, dann bekomme ich dies hier. Das hier ist jetzt Graph der Übergänge. Und das sind nur die Übergänge. Was man ganz oben sieht, das ist sozusagen unser Initialzustand. Es gibt viele Übergänge in andere Zustände, es gibt Schleifen und so weiter. Aber hier haben wir einen einzigen Übergang. Und sobald wir da rübergehen, kommen wir nie wieder zurück. Also wir können sofort mit diesem Graphen sehen, dass dieser obere Teil wahrscheinlich irgendwie der Harpunenverschleierer ist. Und das da unten ist die ursprüngliche Logik. Also mit dieser Analyse haben wir eigentlich Harpunen bereits außer Kraft gesetzt. So,
Also, kurzer Disclaimer, so einfach ist es in der Wirklichkeit selten. Also, so endliche Automaten, die sind oft nicht unbedingt größer, aber man findet sie nicht einfach so, indem man nach stark verbundenen Komponenten sucht. In unserem Paper haben wir allerdings noch eine viele Reihe andere Techniken beschrieben, wie man da hinkommt und wie man diese endlichen Automaten findet. Das andere, was ich euch noch zeigen wollte, das ist auch recht kurz, das ist eine abfragebasierte Technik. Das wurde gemacht oder basiert auf Forschung von der Technischen Universität in Haifa in Israel. Da geht es darum, noch die Netzliste zu finden. Wir haben sie noch nicht. Ne? Und das ist, wie gesagt, sehr teuer, es kostet Zeit, viel manuelle Arbeit. Können wir irgendwie anders zu einer Netzliste kommen? Und was sie sich überlegt haben, sind eben Scan-Chains, Abfragelisten, Abfrageketten. Also so könnte man sich ein Design vorstellen. Ne? So denkt man, dass ein Design ausguckt. Aber in Wirklichkeit schauen fast alle Designs irgendwie so aus. Oder vielleicht noch anders, irgendwie so. Also alle Speicherelemente sind in einer großen Kette zusammengefügt und je nachdem, in welchem Modus man sie benutzt, senden sie die Daten einfach in das nächste Flipflop oder sie lassen ihre Ausgänge durch die Logik durchgehen und berechnen was. Warum macht man das so? Naja, denkt drüber nach. Also wenn man jetzt den Chip sich hernimmt und den kompletten internen Zustand, den kann man mit der Kette hineintun, dann kann man einen Zyklus lang das Ding laufen lassen und kriegt den kompletten Zustand wieder raus. Also man hat zyklengenaues In-Hardware-Debugging und fast jeder Chip hat so eine Scan-Chain. Und normalerweise sollten die auch dann disabled werden nach dem Testing, aber man kann das auch manchmal wieder anschalten. Wie kann man also Reverse Engineering, wenn man so einen Scan-Chain hat? Also zunächst einmal wissen wir nicht, wie diese Flipflops mit der Logik verbunden sind. Was sind also die Abhängigkeiten zwischen den Flipflops? Das ist die erste Herausforderung. Und die Forscher haben das also gelöst, indem sie einen internen Stand reingetan haben und dann haben sie einzelne Bits geändert und haben geschaut, welche Bits dann im Output sich geändert haben. Und mit effizienten Algorithmus konnten sie dann also die Abhängigkeiten zwischen den Flip-Flops herausfinden und konnten herausfinden, was da durch die Logik hindurch verbunden ist. Nur die Logik selbst war noch unbekannt. Um die herauszufinden, hat man einen speziellen Stand genommen, also n verschiedene Zustände. Und da gibt es natürlich Algorithmen, die das effizient, diese Zustände vorgeben. Und dann bekommt man eine booleanische Funktion, die das die Logik abbildet. Diese Technik nennen sie Scanded. Und indem man jetzt also ein ASIC, den man abfragen kann mit dieser Scan-Chain, mit dem Scanded Joule, bekommt man dann eine Annäherung der Netliste, also eine ungefähre Netzliste. Also nicht, indem man wirklich den Chip aufmacht und die Netzliste direkt rausholt, sondern eine mehr funktionale Beschreibung. Scanded ist jetzt wird noch momentan entwickelt. Da wird es ein Plugin geben für HAL, für echte Hardware. Aber man kann dann auch die Hardware simulieren. Und diese Simulation, die würden wir uns jetzt anschauen. Also, ich habe auch das hier vorbereitet. Ich habe hier also eine leere Netzliste. Wenn ich jetzt in dieses Modul reingehen will, dann kriege ich die Nachricht, da kann man nicht reingehen, weil es leer ist. Hier ist unser Scanded-Plugin mit der Simulation eines kleinen zusätzlichen Schaltkreises. Der erste Schritt, den ich hier durchführe, ist, dass ich die Abhängigkeiten zwischen diesen Flipflops und den Speicherelementen raushole. So, das ist die Netzliste, die hier also entdeckt wurde. Wir sehen sofort mehrere Flipflops, also Speicherelemente, und die sind verbunden mit LOPs, mit Logikblöcken, wie wir sie nennen. Und die haben noch keine Funktionen drin.
So, jetzt lassen wir den zweiten Teil der Analyse laufen. Und das ist der Teil, der eigentlich die booleanischen Funktionen da rausholt. Das alles ist jetzt durch Simulation gemacht. Also wenn ich jetzt draufklicke, dann sehe ich unten hier, dass es also eine große, große booleanische Funktion gibt mit 6 Eingängen und einem Ausgang. Oder hier den anderen Logikblock, da gibt es eine andere booleanische Funktion. Dieser Algorithmus hat uns also tatsächlich die Netlist rausgeholt von diesem Schaltkreis. Den können wir jetzt analysieren. Es ist allerdings nur eine Annäherung. Es ist nicht die wirkliche Netzliste. Okay. Ja gut. Also ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie das aussieht. Ich habe euch gezeigt, wie die Interna aussehen, die unterliegenden Prinzipien von Hardware Design und Hardware Reverse Engineering. Und ich habe euch gezeigt, wo die Hauptprobleme liegen. Und die großen Probleme ist immer, also das große Problem ist immer noch die Analyse der Netzliste. Und was wir gerne hätten, ist, dass ihr eure Netliste in Hell ladet und dann seid ihr fertig. Aber ihr habt gerade gesehen, das ist nicht der Fall. In dem Verschleierungsbeispiel beispielsweise habt ihr das gerade gesehen. In der Wirklichkeit ist es, wir nehmen Hall und das erzählt uns eine Menge, aber wir müssen auch immer manuelles Nachdenken mit investieren. Und Reverse Engineering in nicht nur was Hardware angeht, sondern in praktisch allen Gebieten, das kommt immer auf menschliches Nachdenken an. Und deswegen gibt es eine neue interdisziplinäre Forschungsrichtung an unserer Universität, die wir kognitive Verschleierung nennen. Und bei dieser Forschung haben wir zusammen mit Psychologen gearbeitet von unserer Universität, die die menschlichen Faktoren in Forschung auf Verschleierungstechniken mit untersuchen wollten. Und wie man in unserem Beispiel gesehen hat, es kann für eine Maschine schwierig sein, das zu brechen, aber wir Menschen, wir sind immer noch großartig im Muster erkennen. Wir konnten uns einfach nur anschauen und haben es direkt besiegen können. Und die Idee ist, können wir vielleicht Metriken finden, die das quantifizieren? Wie gut Verschleierung in der echten Welt funktioniert. Und das heißt, möglicherweise finden wir so auch neue Techniken, um die tatsächlich auch schlecht die auch gut funktionieren, wenn sie gegen Menschen antreten. Und daran arbeiten wir aktuell. Also zum Abschluss, ich weiß, ich stehe hier oben und rede mit euch, aber das war jetzt nicht nur meine Arbeit. Das ganze Projekt ist gewachsen in den letzten 4 Jahren, nicht stetig, aber immer wieder mal. Und es gibt ein Team dahinter, was da an HAL arbeitet. Das zentrale Team sind im Wesentlichen Marc, Sebastian und ich. Marc ist nicht mehr aktuell an HAL, also arbeitet daran nicht mehr, ist fertig mit seiner Doktorarbeit. Aber Sebastian und ich, wir arbeiten da immer noch dran und diskutieren, welche Richtungen wir einschlagen wollen. Und wir koordinieren mit dem Rest unseres Teams. Da sind einige Promotionsstudenten und wissenschaftliche Hilfskräfte dabei. Und ich hätte gern eine Runde Applaus für die, denn ohne die wäre das nicht möglich gewesen. So. Während ich dabei bin, Leuten zu danken, möchte ich auch diesen Leuten danken. Die haben die Icons erzeugt für diese Präsentation. Da gibt es nie genug Lob dafür. Ihr dürft auch gerne hier nochmal klatschen. Und ich möchte mit einem Aufruf enden. Wir brauchen euch, denn wir wollen, dass Hell wächst. Wir selbst können nur in Teilzeit daran arbeiten, denn wir werden für Forschung bezahlt und leider werden Entwicklung von Werkzeugen von der Forschungscommunity nicht als Forschung anerkannt, auch wenn es für Forschung benötigt wird. Also wir sind IT-Sicherheitsforscher, wir sind keine Softwareentwickler, wir könnten uns also viel davon versprechen, dass ihr da mithelft und jede Hilfe ist großartig. Die Hell ist unter der MRT-Lizenz, Open-Source-Software auf GitHub. Ihr könnt uns über Slack, GitHub, Twitter kontaktieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mithelfen könntet. Und damit herzlichen Dank und danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt's Fragen. Ja, das war HAL, der Open-Source-Hardware-Analyse-Tool von Max Hoffmann, übersetzt von Goonies, Bro und Tribut. Wenn ihr Feedback habt, gerne mit dem Hashtag C3T auf eurem Lieblingssozialen Netzwerk oder ihr schickt eine Mail an hello@c3lingo.org.
Und die erste Frage geht an das, kommt von dem Internet. Gibt es Pläne, einen Debugger oder ein Emulationstool hier hinzuzufügen, damit ich Daten der echten Welt da durchfließen sehen kann? Ja, diese Tools gibt es. Ja, also intern arbeiten wir an einem Simulator, gerade in diesem Augenblick. Also ein Zyklen-Akkuraten-Simulator. Und der funktioniert ziemlich gut, aber es ist nicht in einem Zustand, dass wir ihn releasen können. Aber es trotzdem, das ist etwas, was wir gerne in HAL sehen würden. Dieses Debugging, nicht nur im Code, sondern auch visuell, das schauen wir uns an und würden es gerne implementieren, ja. Thank you. Microphone number four, your question. Ich habe eine Frage, wie gut das mit größeren Schaltungen funktioniert. Moderne FPGAs haben 100.000 von Elementen, ASICs haben also Millionen von Transistoren. Wie gut ist da die Performance? Ja, großartige Frage. Also HAL ist ja das Tool ist selbst, also dass der Core, der Kern kann große Netlisten verarbeiten, also mit vielen hunderttausend Gates, aber die Benutzeroberfläche, die grafische Benutzeroberfläche kann das nicht, also nicht wirklich. Wie ich schon sagte, die Vision, die wir für HAL mit der UI haben, ist, dass wir Module unterstützen. Denn selbst wenn du eine Netzliste hast mit hunderten von Gates, dann hilft dir das nichts. Was wir also wollen, ist eine grafische Benutzeroberfläche zu entwickeln, was diese Modularisierung unterstützt. Und dann kannst du deine ganze große Analyse laufen lassen mit der Kommandozeile. Das haben wir auch gemacht in unseren Papers, ne, die du auf der Webseite finden kannst. Aber für visuelle Inspektion, wenn man da alle Gates angucken möchte, dann ist halt nicht das richtige Tool. Microphone number one, your question. Die erste Frage betrifft, ist es üblich, hier Verschleierungen für endliche Automaten zu benutzen? Und es ändert die Funktion des Automaten nicht, aber ist es in gewisser Weise messbar, in dem Sinne, dass da mehr Strom oder Performance gebraucht wird? Naja, ich glaube, dass hier der nächste Vortrag da einiges drüber erzählen wird. Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Also die Antwort ist, es kommt drauf an. Es gibt da viel Research auf State-Machine-Verschleierung, endliche Automatenverschleierung, aber die meisten sind einfach kaputt. Die sind einfach nicht stark, ja. Die zweite Botschaft ist, man kann immer eine Metrik finden, um irgendeine Methode zu identifizieren, aber man weiß es nicht, ob das auf Methode Y funktioniert. Kann sein, dass die Verschleierungsmethode, an die du denkst, mehr Strom braucht, aber eine andere hat dann vielleicht mehr Elemente und dafür nicht so viel Stromverbrauch. Also das kann man nicht so beantworten. Microphone number 9, your question. Ja, hallo. Woher wisst ihr, wie dick die oberste Schicht des Die ist, bevor ihr die entfernt? Ja, also wenn man sich das so überlegt, diese wenn man also da wirklich reingucken könnte, dann sind sie klar voneinander getrennt, weil es gibt immer den Metalllayer mit den Metallebene mit den Drähten und dann gibt es die Vias und dann gibt es wieder eine Ebene mit den Drähten. Und diesen View kann man sich holen. Also man kann seinen Chip nehmen und den einfach nicht die oberste Schicht abschleifen, sondern einfach von der Seite anschleifen oder auch mit Röntgen sich angucken. Und dann kriegt man auch einen Querschnitt vom Chip. Microphone number 3, your question. Also es gibt ein altes Projekt, das ist vielleicht 10 Jahre alt und heißt D-Gate, kennt ihr das? Wie verbindet das, also was hat das mit HAL zu tun? Ja, D-Gate ist ein
ein anderes oder also das setzt an einem anderen Punkt im Prozess an. D-Gate wird verwendet, um die Bilder zu analysieren, die man kriegt, und dann diese Bilder zu reverse-engineeren. Also mit D-Gate kommt man von den einzelnen Aufnahmen zu einer Netzliste, und vielleicht kann man da auch schon ein bisschen Analyse betreiben. Aber da geht es nicht darum, eine vorhandene Netzliste zu analysieren. Single Angel, do you have another question from the net? Yes, I do. What do you think about FPGA? Was haltet ihr von Schutz von FPGAs mit einem Schlüssel, also einer Art Control Lock, um Reverse Engineering zu verhindern? Ja, interessant. Also, es gibt eine Technik, die nennt sich Bitstrom-Verschlüsselung, natürlich mit einem Schlüssel. Und es gab verschiedene akademische Arbeiten, die alle diese Verschlüsselungsschemen aufgeknackt haben. Also, und soweit ich mich erinnere, die Anzahl, also es wird nicht sehr oft verwendet. Es ist wirklich, also es gibt, kann man einer Hand abzählen, die Anzahl der Leute, die das verwenden, diese Verschlüsselung. Es gibt auch Schemata, da kommen wir im nächsten Vortrag dazu, wo man einen Schlüssel verwendet, um den ganzen Schaltkreis so zu ändern, dass er nur richtig funktioniert, wenn man den richtigen Schlüssel angibt. Im falschen Schlüssel funktioniert der Schaltkreis immer noch, aber er funktioniert nicht richtig. Das wird jetzt diskutiert, heftig diskutiert, und da gibt es mehrere auch Designfehler. Aus meiner Sicht ist das kein guter Ansatz, aber da verweise ich auf den nächsten Vortrag. Microphone number 3, what is your question? Es geht um die Zustandsmaschinen in dem Graph. Wie schließt ihr denn darauf, dass der obere Teil der Harpoon-Teil ist und der untere die tatsächliche Zustandsmaschine ist? Ja, also ich gehe hier nochmal rein und öffne das nochmal auf, das Diagramm, ein weiteres Mal. So, also das hier war der Graph, den ich gezeigt habe, und ich weiß, dass dieser erste Zustand, dass das der initiale Zustand ist. Ich weiß es, indem ich mir angucke, die Initialisierungswerte von diesen Flip-Flops und auf einem ASIC müsste man sich anschauen, wie das Reset-Verhalten des Flip-Flops ist. Und von diesem initialen Zustand gehe ich jetzt einfach sämtliche dieser Zustände ab. Und die Idee von Harpoon war es, die eigentliche State-Maschine davor zu schalten, aber mit Schleifen. Aber wenn man jetzt eben den Harpoon-Part erstmal verlassen hat, dann kommt man nie zurück. Also man sieht es an diesem Übergang zwischen diesen beiden Zuständen. Wenn man diesen Übergang mal genommen hat, dann kommt man nicht zurück. Dann bleibt man immer hier unten. Und deswegen haben wir geschlossen, dass das hier unten die eigentliche State-Maschine ist, der eigentliche Zustandsautomat. Also dieses 110 wird nicht zum eigentlichen Zustandsautomat gehören. Ihr benutzt einfach Ausprobieren, Brute Force, um die Zustandsmaschine rauszufinden. Habt ihr euch mal über Gedanken gemacht, da künstliche Intelligenz zu benutzen, wie einige eurer Kollegen in Bochum, was Internetprotokolle angeht? Also mit unserem Brute-Force-Ansatz haben wir nur die Zustandsübergänge entdeckt von einem State-Machine-Kandidaten, den es bereits gibt. Wir mussten alle Eingaben Brute-Forcen, die von außen kamen und nicht vom Speicher innerhalb der State-Machine. Da hilft einem Maschinenlernen eigentlich nicht. Es geht einfach hier um Rechnen und schauen, was rauskommt. Also wenn man das ganze Design anguckt und Zustandsautomaten identifiziert, das ist ein unterschiedliches, anderes Thema. Das könnte möglich sein, aber denkt, also wenn man, also so Machine Learning Algorithmus, die brauchen echt viel Training Daten, und das ist schwer überhaupt dranzukommen für Hardware. Auch jedes sind
Synthese, jedes Synthese-Tool synthetisiert anders. Also wenn man jetzt das neuronale Netzwerk auf mit Netzlisten trainiert, die man selber gebaut hat, dann lernt das neuronale Netzwerk nur den Synthesizer, also den du verwendet hast. Also ich glaube nicht, dass künstliche Intelligenz und Machine Learning hier tatsächlich ein Ansatz ist. Right, thank you. Signal Angel, one last question. Wie wird Debugging gemacht, wenn Verschleierung zur Anwendung kommt? Was machen Leute, die das Debugging machen sollen? Also ich glaube, du redest über Design und wenn man das Design verschleiert und das wird zu Debuggen, darum geht es. Ne? Also es geht um die Verschleierungstechnologie, die eingesetzt wird. Aber wie man im Diagramm gesehen hat, der Gedanke hinter der Verschleierung ist einfach das Reverse Engineering schwer zu machen, aber das Forward Engineering ist einfach. Das bleibt immer noch einfach, ja. Auch gut, Engineering ist nie leicht, aber es ist einfach. Also solange man weiß, wie diese Verschleierung funktioniert, kann man das immer in Tests einbauen. Ne? Also das wenn ich ein bereits geschütztes Design habe, wie kann ich das dann testen, ohne den Schlüssel zu geben an die Testlabore? Das wird auch momentan untersucht, aber es kommt wirklich dann schwer darauf an, was man so verwendet. Ja, Max, vielen Dank für diesen Talk und für die Antwort auf die Fragen. Thank you.